Wisst ihr was, Leute? So, es ist immer noch dieselbe Nacht. Es ist immer noch spät abends. Ich wollte jetzt nach der Lösung dafür suchen. Ich habe mir gedacht so, boah, nee, weißt du, du hast jetzt gerade voll Bock. Es macht gerade echt Spaß, das Spiel zu spielen. Du guckst jetzt mal nach der Lösung für dieses Musikding und spielst halt direkt jetzt weiter. Und dann habe ich halt nach der Lösung geguckt und dann ist es so, dass der in der Lösung einfach an dem Ding vorbeirennt. Der spielt einfach ohne diese Musik die Szene weiter. Mein Vorschlag, wenn irgendwer von euch, und ich spiele gleich jetzt hier die Melodie und dann beim Kassettenrekorder nochmal die Melodie, wenn irgendwer von euch mir sagen kann, wie diese Melodie geht, also wenn mir jemand die korrekte Reihenfolge sagen kann, dann spiele ich dieses Spiel nochmal bis zu der Stelle privat und nehme dann auf, was passiert, wenn wir diese Melodie rückwärts abspielen. Dann machen wir das, dann finden wir es heraus. Wahrscheinlich gibt es dafür irgendwie ein Achievement oder so. Wir machen das. Ich mache dann ein extra Video. Das wird dann natürlich halt nach dem 31. Oktober folgen. Das wird dann halt ein Special-Video. Wenn irgendwer von euch mir das, wie gesagt, sagen kann, die Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, sind nur 6. Wenn ihr mir halt dann schreibt irgendwie, ja, du musst 6, 3, 3, 6, 4, 5 drücken oder so, dann mache ich die Szene nochmal. Also, genau zuhören. So, nochmal. So. Und jetzt hier oben, wie gesagt, spiele ich noch zweimal das Radio, damit ihr mir die Sache sagen könnt. Ich habe es jetzt sogar viermal gespielt. Und wir spielen jetzt einfach weiter, weil ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Mann, es läuft gerade so gut. Naja, mal davon abgesehen, dass ich bei diesen Spielen, ich bin, also da bin ich von Sherlock Holmes, bin ich so verkorkst, ne? Ich bin ständig in letzter Zeit in Lösung am Nachschauen. Es ist zum Mäusebänken. Aber bei den Horrorspielen ist es für mich nicht so störend, weil ich bei den Horrorspielen, die sind ja vor allem eine Strafspielreihe. Und da habe ich auch nicht so unbedingt den Anspruch, die problemlos zu schaffen, weil wie gesagt, ein Spiel sowieso da ja ein kleines Sorgenkind ist, das hatte ich ja euch jetzt ja schon berichtet, weil es von der Gameplay-Mechanik her wirklich nicht so gut ist. Wo muss ich hier lang? Hier unten geht's lang. Okay, was erwartet mich hier jetzt? Okay. Ein U-Bahn-Bereich. Oh, das ist doch jetzt genau wieder so ein Ding, dass gleich irgendwas wieder kommt und mich jagt. Am besten immer in Bewegung bleiben. Oh, jetzt bin ich hier wieder unten in der U-Bahn-Station. Save yourself. Was? Taking Revenge. Oh, da brennt es. Aus dem Plan werde ich nicht schlau. Aus dem Plan werde ich nicht ganz schlau. Ich kann hier oben nochmal versuchen lang zu gehen. Oh, mein Magen zieht sich jetzt wieder richtig zusammen. Oh yeah. Oh yeah. Oh Gott. Damn, there's gas leaking in the pipes. Going through the flames would kill me for sure. Okay, ich muss also irgendwas machen, um das Gas abzustellen. Sehe ich das richtig?
So, hier ist nichts. 65. Straße. Wiss. Ich höre Geräusche. Geräusche gefallen mir nicht. Okay, die Maschine ist kaputt. Ich nehme mal wieder meinen Schlüssel, einfach weil mein Schlüssel mir Sicherheit bietet. Zumindest rede ich mir das gerne ein. Okay, ich gehe nicht weiter. Es ist gefährlich. Okay, auch hier wieder. Weitergehen ist gefährlich. Kann ich denn dann hier lang? Ich glaube, hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Ja, das sieht doch gut aus. Auch wieder jammed. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Blöde Drecksau. Oh, Alter. Oh. 73. Oh, was ist das? Murderer Artikel. Mark Harrison was sentenced to death the past Tuesday after being finally apprehended by the FBI during his 21st homicide. The murderer's last target was an old man in his apartment. The reason of his murders is still unknown. Rumors of the locals say that the serial killer survived the lethal injection during the execution and the authorities destroyed the evidence by disposing the corpse. However, the authorities negated such incident and said they had delivered the body to his family. Okay, das heißt, das war wohl die Sache, wo der Executioner seinen Job nicht gut getan hat. Das war die Sache, die wir gefunden hatten, die Notizen. Oh, ich übersehe bestimmt wieder was ganz Essentielles. Das ist doch der Klassiker hier bei mir. Also wir haben zwei Stellen, die brennen. Irgendwie muss ich doch bestimmt das Feuer löschen können. Oh, Feuer löschen, natürlich. Natürlich. Wobei Gas ist ja nicht jetzt unbedingt ein Brand, aber damit kann ich bestimmt arbeiten. Weil hier klang es doch irgendwo wie ein Feuer, oder nicht? Nee, hier bin ich wieder. Oh, ich blick in diesem labyrinthartigen Ort nicht ganz durch. Das ist die Stelle. War ich hier unten? Ja, hier unten bin ich auch gewesen. Das hier irgendwie anwenden. Ah, super. Das Feuer ist weg und ich kann jetzt hier lang gehen. Oh Gott. Ach du grüne Neune. Ich muss doch jetzt hoffentlich nicht
irgendwie das richtige Tor finden. Ist das jetzt wieder dieses Krankenhaus? Oh, der Kartoffelpatient am Anfang. Natürlich, wir hatten doch den Kartoffelpatienten. Ist das gespeichert? Hier, glaube ich, muss ich nicht lang. Wir hatten doch den Kartoffelpatienten am Anfang gehabt. Ist das der Typ, der den Stuhl überstanden hat? Hat er den elektrischen Stuhl überstanden? Hat er echt überlebt? Dieser Wahnsinnige. Und jetzt ist er auf so einem Rachekurs? Kommt das hin? Scheinbar, ne? Oh, Kacke. Ja, toll. Wo muss ich denn lang? Ah, da muss ich lang. Nein, es hat mich gekriegt. Okay. Da ist schon wieder eine Verfolgungsjagd. Ich habe den Weg zu spät gesehen. Ah, oh, damn it. Nah. Okay. Das ist aber die Story, die wir schon kennen. Ne? Ja, genau. Das kennen wir schon. Dann kann ich das wegmachen. Dann versuchen wir es jetzt direkt noch einmal. Okay, okay. Jetzt verstehe ich es. Der Kartoffelpatient ist der Typ, der hier auf Rache aus ist. Sind wir der Kartoffelpatient? Sind wir Mr. Kartoffel? Mr. Potato? Ich kann die Story an dem Punkt noch nicht ganz entschlüsseln. Jetzt muss ich aber hier schnell hoch, weil dieses blöde Viech kommt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Geh schneller, go Forest, go. Go, go, go. Da muss ich lang, ich muss hier lang. Über die Brücke, immer weiter, immer weiter. Los, weg von dem Typen. Oh, ich höre es. Ich höre die Melodie. Er ist noch hinter mir. Renn, renn. Lass dich nicht kriegen. Los, nicht umdrehen, keinen Blick zurückwerfen. Boah, so eine Blick-Zurück-Funktion wäre jetzt cool, ne? Einmal so einen Blick zurückwerfen, wie nah ist er an uns dran? Ah, komm schon, 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 komm schon! Renn! Schneller! Ich klick schon mal, ich klick schon mal. Tor auf, Tor auf, Tor auf. Oh, ach, die Nase juckt so gewaltig. Na toll, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Oh, Glückwunsch. Wir sind auf einem... Ist das ein Friedhof? Nee. Ich glaube, das ist doch kein Friedhof. Auch wenn das echt ein bisschen komisch aussieht, aber ich glaube, das ist kein Friedhof. Oh, was haben wir? Help. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie kleiner Zeiger auf 9 und dann irgendwie auf die 3 oder 4 und dafür kriege ich einen Schlüssel. Oh, ein Seil haben wir gefunden. Was ist das? Die Leichen sind weg. Ein TV Remote Control, also eine Fernbedienung. Was soll ich denn mit der Fernbedienung anfangen? Ups. Das ist ein Fenster, nicht Fernseher, ein Fenster. Matches, also Streichhölzer. Auf den Garten kann ich nicht zurückgreifen, okay.
Alter Verwalter. Da ist das Kirchengebäude. Ich schaue mich erstmal nochmal weiter um, bevor ich jetzt direkt in die Kirche reinrenne. Kann ich denn überhaupt in die Kirche reinrennen? Ja, vermute ich mal. Da will ich aber, wie gesagt, nicht sofort rein. Ich glaube, es ist tatsächlich ratsamer, sich erstmal umzuschauen. Da seht ihr, da ist nochmal ein Gebäude. Ja. Oh, da ist ein Fernseher. Da ist eine Uhr. Aber ich kann die gerade nicht einstellen. Kann ich denn... Was kann ich denn... Oh. 254. Achso, das war schon drin gewesen. Okay. Das ist was? Das ist jetzt... 21 Uhr? Nee, das ist kurz vor 21 Uhr. Das ist 20 Uhr... Ja. Ja. 25 würde ich jetzt sagen. 20, 25. Aber das ist... eine Ziffer zu viel. Okay, wir wissen auf jeden Fall, hier ist ein Fernseher. Und irgendwas kann ich mit diesem Fernseher mit Sicherheit machen. Da ist ein Brunnen. Oh, gleich kommt das Ring Girl bestimmt raus aus dem Brunnen. Okay. Also, wir haben noch... Ups, nee. P-Haus, Slaughterhouse, G-Haus... Main Gate Church. Wir haben die drei Gebäude gesehen. Wir haben das... wir haben die Matches daraus. Wir haben das Seil daraus. Und wir haben die Fernbedienung. Moment, ich nehme mal hier die... Obwohl kann ich das... Nee, Moment. Das ist die Kombinationstaste. Jetzt muss ich mal... So. Nee, kann ich nicht. Kann ich das mit... dem kombinieren kann ich nicht und das mit dem auch nicht. Schade.